could always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we... Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Donnerstag. Ich habe gestern mal einen vlogfreien Tag gemacht. Gestern war irgendwie ein sehr, sehr aufregender Tag. Wir haben nämlich eine Wohnung angeschaut und sie hat uns eigentlich richtig gut gefallen. Und ich erzähle euch ganz bald, glaube ich, wenn alles so wirklich safe ist, erzähle ich euch dann mehr davon. Aber ja, es war auf jeden Fall mega aufregend. Ich habe jetzt gleich eine VU. Um 10 Uhr, also in 1,5 Stunden. Ich habe jetzt Laptop-Sachen gemacht, derweil habe mich jetzt hergerichtet. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon sehen konntet, aber ich benutze jetzt schon seit längerer Zeit diese kleinen süßen Mini-Buffers. Und zwar sieht das so aus, mega, mega stylisch, so von vorne. dieses Video ist nämlich in Kooperation mit Vivavi und ich bin schon die ganze Zeit, freue ich mich darauf, dass ich euch das zeigen kann. Ich habe das auch schon meinen Freunden gezeigt, ich habe das auch Jakob gezeigt. Jakob hat seine eigene kleine Parfümerie schon im Bad stehen und er ist wirklich obsessed damit. Ich erzähle euch ganz kurz das Konzept, weil ich finde das wirklich richtig, richtig cool. Bei Vivavi kann man Mini-Buffers bestellen. In den Mini-Buffers sind jeweils 5 Milliliter drinnen und die kosten einfach, also ein Buffer, ein so Mini-Buffer kostet 2,49 Euro, was richtig preislich richtig gut ist. Und wenn man jetzt ein 10er-Set kaufen würde, würde das nur 24,90 € kosten und man hat quasi seine eigene Parfümerie daheim. Ich bin nämlich jemand, ich mag das eigentlich gar nicht so, wenn ich so große Düfte daheim habe, weil ich habe hier zum Beispiel... Diesen Duft, den habe ich, ich weiß nicht wie viele Jahre und ich kriege den einfach nicht leer. Und irgendwann mal ändert sich ja auch dein Geschmack und irgendwann mal möchte man nicht mehr so riechen, wie man mit 16 gerochen hat, sondern möchte andere Düfte haben. Und dafür ist das so cool, weil man kann sich einfach so durchprobieren und das kostet nicht viel. Es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Sets, wenn man jetzt irgendwie überfordert ist. Also es gibt zum Beispiel Set Date. Dann gibt es das Set pudrig oder holzig, blumig oder würzig oder fruchtig. Also es gibt auch ein Set mit Party. Es gibt da so viel. Schaut euch da am besten mal auf der Internetseite durch. Und was ich auch mega cool finde und mir überlegt habe, dass das ein so cooles Geschenk wäre. Weil ich finde es, wenn man ein Parfum verschenkt, wenn man nicht hundertprozentig weiß, dass das Lieblingsparfum ist oder so, ist das richtig schwierig, genau den Geschmack zu treffen von demjenigen. Aber wenn man so ein Set schenkt, dann kann derjenige sich durchprobieren. Und wenn er eins nicht mag oder so, ist es ja auch nicht schlimm, weil es sind 5 Milliliter, dann nimmt er halt die anderen 4 her. Und ich finde das einfach, das ist mal ganz was anderes und sieht auch richtig cute aus. Also es gibt einmal den weißen Aufsteller und den schwarzen Aufsteller. Den habe ich jetzt immer bei meinem Schreibtisch stehen gehabt. Und ich habe mich auch dann schon durchprobiert. Ich versuche auch jeden Tag ein anderes Set zu nehmen, damit ich mich so ein bisschen durchriechen kann. Ich habe mir auch überlegt, ob ich da nicht für Weihnachten noch was dazu bestelle, weil ich finde das wirklich richtig, richtig cool und ich würde mich da auch so drüber freuen. Also ich habe mich so sehr über diese Parfums gefreut. Ich habe auch einen Code für euch und zwar funktioniert das so, wenn ihr 5 solche kleinen Mini-Parfums in den Warenkorb macht und dann noch so einen Aufsteller, bekommt ihr mit dem Code den Aufsteller gratis. Der wird normalerweise 5,90 Euro kosten. Und zwar lautet mein Code für den weißen Aufsteller DAILYW1. Und für den schwarzen Aufsteller DAILYS1. Genau, dann bekommt ihr den Aufsteller gratis. Wie gesagt, das ist echt richtig, richtig günstig und eine richtig coole Idee. Ich kannte das davor noch gar nicht.
Aber ich habe mich richtig gefreut und ja, ich finde das Konzept so, so cool. Probiert es auf jeden Fall aus und schreibt mir dann, wie ihr es findet und was euer Lieblingsbuffer ist. Mein Plan sieht so aus, ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben. Ich möchte jetzt noch mein Video fertig bekommen, das stelle ich heute Nachmittag online. Das mache ich jetzt dann auch noch fertig. Heute Abend geht es für mich wieder ins Tanzstudio. Ich freue mich voll. Heute ist mein zweiter Tanzabend. Ich habe jetzt wieder angefangen, Jazz Dance zu tanzen. Und genau, oh, ich sehe gerade, dass die Sonne hier reinscheint. Ich sitze jetzt gerade vor meinem Laptop und esse mein Frühstück. Ich habe das nämlich ein bisschen stehen gelassen, weil ich da Tiersamen reingetan habe, damit die ein bisschen so aufgehen. Und zwar muss ich bis morgen eine Themenpräferenz abgeben. Und ich weiß nicht, was für ein Thema ich nehmen soll. Ich finde das gerade irgendwie schwierig, weil je nach Thema werden die Gruppen auch eingeteilt. Ich kenne da leider niemanden in den Pro-Seminars, sonst würde ich mich irgendwie abreden oder so. Ja, ich hätte nämlich echt gern eine motivierte Gruppe. Also, wie viel eingreifende Staates braucht Gesellschaft und Wirtschaft? Sollen wir eine 20-Stunden-Woche machen? Wie viel soziale Ungleichheit ist nötig? Brauchen wir Wohlstand mit wenig Konsum? Brauchen wir einen Mindestlohn oder Klimawandel? Und ich bin entweder für Klimawandel, ich mache mal hier ein 1, oder 20-Stunden-Woche finde ich irgendwie auch spannend. Vielleicht nehme ich einfach den Klimawandel, weil ich glaube, da kann man halt richtig viel dazu schreiben. So, mein Pro-Seminar fängt jetzt dann gleich an. Ich bin schon richtig gespannt. Dieses Semester ist bei mir echt so mega krass mit Mitarbeit und so. Wir müssen auch voll oft im Pro-Seminar oder so die Kamera anhaben. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz cool sein könnte, dass ich euch während der VU mit VoiceOver ein bisschen mitnehme und zeige, was ich so mache. Also in diesen VU ist Mitarbeit mega, mega wichtig und der Professor fragt auch so, was haben wir letzte Stunde gemacht? Und da habe ich entschieden, dass ich einfach auch eine eigene Mitschrift mache und nicht eine von StudyTrap oder von jemand anderem nehme. Und zwar schreibe ich da einfach ganz schnell mit und das, was der Professor sagt, also wirklich einfach willkürlich auf mein iPad drauf tippen. Das ist mega praktisch mit der externen Tastatur, das mag ich richtig gerne. Und auf dem Laptop habe ich dann die VU, also wir haben da immer ein virtuelles Klassenzimmer. Und wir hatten dann auch ganz viele Breakout-Sessions, wie man hier sieht. Also da habe ich dann auch einfach mit anderen Studenten gesprochen. Der Professor teilt uns da immer so in Gruppen ein. Und da habe ich auch meine Gruppe kennengelernt für das Semester. Wir sind eine Fünfergruppe und wir müssen so zu viel, verschiedene Sachen erledigen während dem Semester. Haben dann einfach auch Nummern ausgetauscht und haben uns abgesprochen, wann wir das nächste Mal Zeit haben. Und so ist es dann eigentlich die ganzen 2,5 Stunden oder 2 Stunden und 45 Minuten gegangen. Ich habe wirklich wie wild getippt, wie man sieht. Aber ich muss sagen, es ist danach auch viel mehr hängen geblieben und ich konnte viel besser wiedergeben, was wir so während dem Unterricht gemacht haben. So, ich hatte jetzt das Pro-Seminar. Das geht immer 2 Stunden und 45 Minuten. Und da muss man echt immer richtig mitarbeiten. Und ich habe richtig mitgetippt. Also ich habe, glaube ich, bestimmt 5 Seiten getippt, aber halt so schnell, schnell. Also da habe ich sicher 100 Fehler drinnen. Das werde ich dann später nacharbeiten. Jetzt gehe ich aber in die Stadt, weil Jakob und ich haben einen Banktermin. Und genau, ich habe mich jetzt da schnell, schnell angezogen. Habe mir auch neue Ohrringe reingegeben. Die sind, by the way, von Anna Luisa immer. Der Pullover, der ist von H&M, weil ich weiß, dass ich da bestimmt auch ein paar Fragen bekomme. Der Blazer ist auch von H&M. Ich bin wieder back. Wir hatten jetzt eben einen richtig langen Banktermin, weil wir das alles abklären wollten. Und oh, ist gerade so viel. Kennt ihr das? Also ich finde so Wohnungen, also ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt, worum es geht. Jakob und ich haben ja gestern eine Wohnung angeschaut. Ich glaube, das habe ich euch erzählt. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade richtig verwirrt. Und eben, bei Wohnungen muss man am besten richtig schnell sein. Deswegen haben wir sofort einen Banktermin ausgemacht. Und ich habe jetzt auch noch die Maklerin angerufen. Aber es schaut so aus, als wird die Wohnung, also als hätte jemand schon zugesagt. Das heißt, die wird es jetzt dann wahrscheinlich eher nicht. Aber ganz ehrlich, auch wenn man denkt, man hat die perfekte Wohnung gefunden, denke ich mir immer, dass es einen Sinn hat oder dass es irgendeinen Grund hat, wieso man dann die Wohnung nicht bekommt. Weil irgendeine bessere Wohnung auf einen wartet oder weil irgendwas nicht gepasst hätte oder so. Aber ich habe mich gestern am Abend, habe ich schon die Einrichtung von der Wohnung in meinem Kopf gemacht. Ich arbeite jetzt
die Vorlesung etwas nach, die wir heute hatten, oder nicht die Vorlesung, die VU, weil ich gerne in dem Fach von Anfang an oder gerne dieses Semester das anders machen möchte. Ich möchte von Anfang an mitarbeiten und ich möchte von Anfang an wirklich Plan haben, kompletten Plan. Deswegen gebe ich mir dann eine Stunde, ich mache jetzt eine kurze Pause, mache mir einen Kaffee und dann setze ich mich zum Schreibtisch und dann arbeite ich das nach. Also das ist meine Mitschrift. Wie ihr sehen könnt, ich habe einiges mitgetippt. Genau, ich habe da jetzt einfach ganz, ganz viel, was er so gesagt hat, weil ich gemerkt habe, dass ich mich dann mega gut drauf konzentrieren kann. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich auf Notion kann ich das nämlich richtig, richtig gut machen. Also ich habe hier zum Beispiel, dass wir heute Wirtschaft integrativ verstehen. Und dann habe ich hier so eine Page mit 7.10. Das war zum Beispiel letzte Woche. Und dann habe ich hier so eine Page mit dieser Woche. Und da habe ich das so gemacht, dass ich zum Beispiel, mussten wir das so eine Gruppenaufgabe machen. Und dann habe ich darunter die Gruppenaufgabe reingepackt, einfach damit ich das alles so im Überblick habe. Hier habe ich die Diskussionsfrage, da hatten wir zwei, also was ich jetzt bis jetzt aufgeschrieben habe. Und dann habe ich hier die Antwort und hier da die Antwort. Das ist mega praktisch mit diesen kleinen Pfeilen da, weil dann kann man wirklich das richtig sauber hinschreiben. Und genau, das muss ich jetzt da noch richtig schön abtippen. Und das kann ein bisschen dauern. Genau, das mache ich jetzt. Das ist jetzt mein Plan. Habe mir eben einen Kaffee gemacht und mache das jetzt ganz in Ruhe. Das ist jetzt das Setup. Hier meine Kuddelmuddel-Mitschrift. Hier meine schöne Mitschrift, hopefully. Und hier sind die Notizen. Hier sind die Folien. Da habe ich auch ein paar Notizen gemacht mit dem Apple Pencil. Als Tipp, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört, aber ich wollte es euch nur sagen, dass wenn man so eine Aufgabe macht oder wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas nacharbeitet oder vorarbeitet oder so für eine Vorlesung, dann ist es sehr sinnvoll, wenn ihr euch selbst ein Time Limit setzt, weil kennt ihr das Prinzip? Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt, aber je mehr Zeit man für etwas hat, desto länger braucht man auch. Und wenn man sich selbst ein Zeitlimit macht, macht man quasi die gleiche Arbeit, aber hat sie viel schneller. Das heißt, mein Zeitlimit ist jetzt, ich möchte jetzt um 5 Uhr fertig sein mit der Aufgabe, dass ich da durchgegangen bin. Und genau, ich fasse das jetzt alles zusammen und schaue, dass es gut ausschaut, weil der Professor macht nämlich auch so leichte Stundenwiederholungen. Also der hat heute ein paar aufgerufen. Die mussten dann die Kamera einschalten und dann musste man was vor der letzten Stunde erzählen. Und ich war dann so, ich werde bei diesem Fach wirklich extrem aufpassen. Und finde das aber ganz gut, weil dann hat man auch so mehr Anreiz aufzupassen. Und genau, ich mache das jetzt und wir sehen uns dann wieder. So, das ist jetzt meine Zusammenschrift. Also hier habe ich die Gruppenaufgabe, die wir im Proseminar oder in der VU hatten. Und hier sind jeweils immer die Diskussionsthemen. Da habe ich dann immer noch dazu geschrieben, was es ist. Und genau so habe ich das jetzt aufgebaut, weil dann kann ich einfach mega schnell schauen, was wir einfach diese Stunde gemacht haben. Das finde ich eigentlich richtig praktisch. Genau, also ich habe das hier unter viertes Semester und dann habe ich eben meine Module, Wirtschaft integrativ verstehen, und hier habe ich dann meine Fächer. So, ich bin jetzt umgezogen. Ich habe mich jetzt in mein Tanzoutfit geschmissen und jetzt gehe ich los und ich freue mich schon richtig. Ich packe jetzt noch meine Tasche und dann gehe ich zu Fuß. Ist richtig praktisch, dass ich alles so zu Fuß erreichen kann. Muss ich mich nicht so wirklich abstressen, aber genau. Ich bin jetzt wieder back vom Tanzen. Es war so cool, es war so cool. Es war heute eher so ein bisschen Hip-Hop, glaube ich. Und am Anfang habe ich mich echt so, nicht so. Es war auf jeden Fall mega, mega cool. Und jetzt trinke ich auf jeden Fall was, weil ich habe meine Wasserflasche vergessen. Und genau, dann werde ich aufräumen auf jeden Fall, weil ich habe einfach alles herumliegen. Und yes. Hallo, heute ist der nächste Tag. Ich bin gerade aufgestanden und Jakob und ich gehen jetzt einkaufen. Ich habe noch nicht mal meine Locken ausgebürstet. Das ist mein Outfit. Ich habe so ein kurzes T-Shirt an, dann so eine
geriffelte Hose. Die habe ich euch bei meinem Haul gezeigt. Und genau, ich gehe jetzt. Jacke wartet nämlich schon im Auto. Und hi. Hallo. Ich bin gerade wieder bei meiner Mutter. Es war heute ein bisschen chaotisch, aber genau, ich bin jetzt hier. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit geredet und jetzt werde ich ein bisschen was beim Laptop machen. Dann kommt auch noch meine Schwester. Und ja, wir haben dann eigentlich die Einkäufe reingeräumt und haben heute ziemlich viel so Organisatorisches machen müssen. Ich zeige euch nochmal die Aussicht. Es gibt heute am Abend bei uns Nudelsalat. Und zwar sind das meine Lieblingsnudeln. Ich zeige sie euch mal. Wir haben da heute nämlich ganz viele gekauft. Und zwar, das sind diese Nudeln hier. Die heißen Casareccia Bio Vollkornpasta. Und die sind so gut. Ich liebe die. Übrigens habe ich auch meine Nägel neu gemacht. Daher ist der immer noch abgebrochen. Den ignorieren wir jetzt einfach. Aber die sind richtig, also die Farbe finde ich echt richtig, richtig schön. Die Farbe finde ich echt mega schön. Das ist der Nagellack, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. So sieht der jetzt aus und den essen wir jetzt. Hallo, heute ist Sonntag und Jakob und ich machen wieder einen Ausflug und wir nehmen euch mit. Ich habe die letzten Tage, ich glaube, ich habe gestern nicht so viel gefilmt, aber genau dafür nehme ich euch heute wieder mit. Wir machen heute einen Ausflugstag. Sonntag ist ja bei mir eher Rest Day, das heißt, ich mache nichts für die Uni. Ich werde aber die Woche planen. Wir werden wieder ein Family Meeting machen und genau aufräumen. Ich bin heute mit der Küche dran, der Jakob fürs Badezimmer. Und wir haben gerade die ganze Zeit überlegt, was wir machen. Und wir gehen jetzt spazieren, Schrägstrich wandern. Spazieren eher. Wir wollten eigentlich wirklich wandern gehen, bis der Jakob auf den Wetterbericht geschaut hat und gesehen hat, dass es einfach minus 1 Grad dort hat und dafür waren wir irgendwie heute nicht ready, weil es bei uns 17 Grad hat und wir wollen ein bisschen das schöne Wetter ausnutzen und auch die hohen Temperaturen ausnutzen. Das ist mein Outfit of the Day. Ich habe eine Sportlegging an, ein Pullover und eine Winterjacke schon. Das ist richtig kalt. Und wir gehen los. Wir haben übrigens auch Mandarinen dabei und ein riesiges Glas oder eine riesige Flasche Wasser. So, wir sind jetzt auf einem Wanderweg. Es sieht richtig, richtig schön aus. Es ist mega kalt, aber die Aussicht ist richtig schön. Jakob und ich machen am Sonntag immer einen Putztag und da haben wir abwechselnd eingeplant, also eingetragen auch im Kalender, dass ich einmal die Küche mache und einmal das Badezimmer. Ich war diese Woche mit der Küche dran und da putze ich einfach alles immer. Also ich mache den Geschirrspüler komplett leer und alles, was herumsteht, alle Oberflächen, dann auch die Mikrowelle und einfach wirklich alles, damit alles komplett sauber ist. Und der bei der Küche dran ist, der ist auch für den Müll verantwortlich. Das heißt, ich habe dann auch den Müllweg tragen müssen. Diese Woche haben Jakob und ich auch noch entschieden, dass Jakob das Wohnzimmer macht, also dort alle Oberflächen putzt und staubsaugt und so weiter. Und ich mache das Schlafzimmer, weil ich hatte einige Sachen von mir herumliegen. Also auch, ich wollte auch so meinen Kleiderschrank ein bisschen einsortieren und einfach so die Schubladen schöner sortieren. Und deswegen habe ich das Schlafzimmer übernommen. Ich habe dann auch den Staubsaugroboter fahren lassen. Und genau, das ist eine mega schöne Routine für uns beide, weil jeder hat dann nur das halbe an Arbeit und trotzdem, da wir das wirklich jeden Sonntag machen, ist es für uns beide richtig angenehm, so eine Routine zu haben. Ich war heute mit dem Schlafzimmer dran und mit der Küche. Ich muss jetzt dann noch den Müll rausbringen und ich habe jetzt mal unter dem Bett rausgesaugt. Ich habe jetzt die ganzen Kisten, sind unterm Bett, die habe ich rausgetan und jetzt sieht alles richtig, richtig schön aus. Die gebe ich jetzt dann noch rein. Und genau, dann plane ich mit euch zusammen die Woche. Und jetzt trage ich noch den Müll raus und dann ist alles gemacht. So, ich habe jetzt den Müll rausgebracht und alles ist jetzt blitzeblank. Es riecht auch richtig gut jetzt in der Wohnung.
Ich mache mir, wenn ich bei Notion arbeite und wenn ich so plane, mache ich mir immer so Entspannungsmusik an. Meistens irgendwie so auf Spotify Harry Potter Soundtrack, weil irgendwie das inspiriert mich jedes Mal so mega. Und ich plane jetzt meine neue Woche. Und generell so, ich habe immer so einen Sunday Reset Tag oder so eine Sunday Checkliste. Die gehe ich jetzt durch. Da steht auch immer drin, dass ich meine E-Mails anschaue, dass ich da mal überall antworte, damit ich einfach so fresh in die neue Woche starte. Und genau, das mache ich jetzt und lege mich dazu ins Bett. Das ist jetzt meine Wochenplanung. Also ich habe jetzt einfach, ich plane hier bei Notion immer meine Woche. Ich schreibe dann hier immer die Tasks rein, also zum Beispiel YouTube filmen. Und dann überlege ich, an welchen Tag ich das mache. Und dann ziehe ich das einfach zum Beispiel hierher. Und dann mache ich mir bei meinem iPad noch einfach so einen Tagesplan, weil das hat für mich jetzt irgendwie am besten geklappt. Also morgen werde ich, Montag werde ich nur filmen. Ich habe morgen nichts in der Uni und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist eher voll. Ich habe jetzt da noch gar nichts eingetragen. Aber genau, das ist so mein Plan für die Woche. Ich habe mich jetzt auch abgeschminkt und fertig gemacht fürs Bett. Und genau, das war jetzt mein Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich würde mich mega über Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye!